So, endlich mal wieder ein neuer Vortrag von mir. Das ist ein Beitrag für einen Workshop der DVPW-Themengruppe Kritische Sicherheitsstudien, den ich morgen im schönen Marburg halten werde. Das Papier ist auf Englisch und der Vortrag ist aber auf Deutsch, weil die Tagung auch auf Deutsch ist. In dem Papier befasse ich mich damit, welche Rolle Wissen und Technologien bei der Konstruktion von Räumen spielen. Und die These, die ich dabei vertrete, ist, dass Wissenschaft und Technologie hier sowohl eine ermöglichende als auch eine konstitutive Funktion haben. Das Stichwort Konstruktion von Räumen wird vielleicht nicht jedem sofort was sagen. Ich meine damit die Annahme, dass Räume keine natürlich gegebenen Container sind, also quasi physische Räume, in denen dann was passiert, sondern dass Räume Ergebnisse sozialer Konstruktion sind. Nehmen wir als Beispiel einen Strand. Einen Strand identifiziert man natürlich anhand seiner geografischen Eigenschaften, so die Land-Wasser-Grenze und so weiter. Er kann aber und natürlich völlig unterschiedlich genutzt werden. Ein Strand kann ein Erholungsgebiet sein, er kann ein Hafen sein, ein Naturschutzgebiet, man kann ihn in Privatbesitz aufteilen und so weiter. Und bei dieser sozialen Konstruktion gibt es zwei Dinge, die dabei zu beachten sind. Erstens die physischen Eigenschaften des Strandes. Das heißt, um da einen Hafen draus machen zu können, ist es gut, wenn der Strand ein bestimmtes topografisches Profil hat, um zum Beispiel Sandablagerungen zu vermeiden. Und zweitens, solche Konstruktionen sind nicht unabhängig von technischen Möglichkeiten. Wenn man jetzt einen ungünstig platzierten Hafen hat, dann kann man Sandablagerungen durchaus wieder ausbaggern und diese Technologie gibt es durchaus schon seit vorchristlicher Zeit. Wie man aber jetzt soziale Konstruiertheit, die materiellen Eigenschaften der Umwelt und Technologie und Wissenschaft angemessen zusammenbringt, das beschäftigt mich sehr. Ich suche da einen theoretischen Mittelweg zwischen idealistischen und materialistischen Sichtweisen, die man sowohl in der Geografie und dann davon geborgt auch in der Politikwissenschaft als auch in den Science and Technology Studies findet. In der Geografie gibt es zwei große Theoriestränge, die sich mit der Konstruktion von Räumen befassen. Das eine sind die Critical Geopolitics, das ist aus einer idealistischen Tradition, da geht es um die Imagination, um die Narrative des Räumlichen. In einer eher materialistischen Richtung findet man die radikale Geografie, die so aus dem Postmarxismus kommt. Da ist der Raum das Produkt sozialer Strukturen. In den Science and Technology Studies unterscheidet man ganz klassisch sozialkonstruktivistische und technodeterministische Ansätze. Die Grundfrage ist dabei, werden soziale Prozesse von Akteuren oder von Technologie getrieben? Mein Problem mit den idealistischen Sichtweisen ist jetzt, ich finde es einerseits gut, dass sie die Agency handelnder Personen hochhalten, aber ich finde, sie würdigen nicht ausreichend den Einfluss von Strukturen, von Materialität und Technik. Mein Problem mit materialistischen Sichtweisen ist genau umgekehrt. Die haben eine gute Würdigung struktureller und technischer Einflüsse, aber zu wenig Platz für Agency und Kontingenz. So, mein Versuch, da einen sozialtheoretischen Mittelweg zu finden, ist ein bisschen inspiriert von Agent-Strukturansätzen. Und dort haben wir mit Praxistheorien einen recht interessanten Vermittlungsversuch. Wenn wir Raum praxistheoretisch verstehen, dann gehen wir davon aus, dass Raum nicht bloß da ist und auch nicht rein diskursiv geschaffen wird. Oft werden Räume nämlich gar nicht groß problematisiert und diskutiert, sie werden aber wohl verkörpert und sie werden performt. Deshalb habe ich eine Taxonomie territorialer Praktiken erarbeitet, die im Moment aus vier Typen besteht. Der erste ist die Verdinglichung eines Territoriums, zum Beispiel durch Darstellungen auf Karten, in Statistiken, in staatlicher Verwaltung, in Kunst, in öffentlichen Diskursen. Das zweite ist die Kommunikation von Grenzen eines Territoriums, durch deren Demarkation im Raum, durch die symbolische und materielle Repräsentation von Grenzen, sowie durch Rituale des Grenzübertritts, wie zum Beispiel Passkontrollen. Drittens eine regelmäßige Zurschaustellung von Macht und Kontrolle, zum Beispiel durch Patrouillen, durch Polizeiarbeit, durch Besteuerung, Kontrolle, Überwachung. Und viertens eine Integration peripherer Räume mit dem Zentrum, zum Beispiel durch Anschluss an Infrastrukturen und in Handlungszusammenhänge. Durch solche Praktiken werden Räume geschaffen und immer wieder neu geschaffen.
In jeder dieser Praktiken stecken Wissenschaft und Technologie implizit oder explizit drin. Beim ersten durch die mediale Darstellung von Raum, im zweiten gibt es Technologien der Demarkation und der Grenzkontrolle, im dritten gibt es technologische Vorbedingungen für Überwachung, für soziale Kontrolle, für Force Projection. Und beim vierten kann man zum Beispiel den Anschluss an vorhandene soziotechnische Netzwerke der Gesellschaft ansehen. Also so weit, so gut. Wenn man jetzt genauer darüber nachdenkt, dann wird aber deutlich, dass die präzise Form der Technologie und ihres Zusammenspiels mit Praktiken von Fall zu Fall doch ziemlich stark variieren. Das heißt, wenn wir uns verschiedene Konstruktionsprozesse anschauen, tritt dort Technologie in unterschiedlicher Weise ins Spiel. Hier kommt es meiner Ansicht nach auf die Materialität des Raumes an. Territoriale Praktiken sehen an Land anders aus als auf dem Meer, auf dem Meeresboden, im Weltraum oder im Cyberspace. Und selbst an Land könnte man das noch anhand der physischen Geografie differenzieren, dass territoriale Praktiken im Hochgebirge anders funktionieren als in der Wüste oder im Dschungel. Ich konzentriere mich jetzt aber erstmal auf die großen Unterschiede und befasse mich mit dem Beispiel des Meeresbodens, um die Bedeutung von Materialität für den Einfluss von Wissenschaft und Technologie auf räumliche Konstruktionsprozesse herauszuarbeiten. Es geht mir hier um das Beispiel der Bathymetrie, also der Kartierung des Meeresbodens. Die gibt es als Disziplin überhaupt erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und seitdem hat die Bathymetrie und die dafür entwickelten Technologien menschliche Aktivität am und mit dem Meeresboden möglich gemacht. Anders gesagt, Bathymetrie hatte einen ganz entscheidenden Anteil an der Konstruktion des Meeresbodens als ökonomischem, ökologischem, militärischem und politischem Raum. Wir sprechen das mal kurz anhand der vier territorialen Praktiken durch. Stichwort Verdinglichung. Bevor es Bathymetrie gab, galt die Tiefsee als mysteriös, als unzugänglich, unerreichbar. Zwar gab es im 19. Jahrhundert und auch früher schon erste Experimente mit U-Booten, aber diese konnten einfach nicht besonders tief tauchen. Durch die Bathymetrie bekam der Meeresboden eine Gestalt. Links, das sind sogenannte Line Charts, also tiefen Kurven, die entlang einer definierten Route erhoben wurden. Das sind vier Kurven, die entlang derselben Route von vier verschiedenen Schiffen erhoben wurden. Und da sehen wir schon, wie unterschiedlich die damals ausfielen. Rechts, das ist die erste Tiefenkarte des Atlantiks von 1854 von Andrew Maury, einem Lieutenant der US Navy, der also diese ganzen Tiefenangaben dann versucht hat, auf einer Karte zusammenzuführen. Zweitens, Kommunikation von Grenzen. Die Grenzen, die die Bathymetrie aufstellt, die sind vor allem geomorphologisch und biologisch. Das heißt, ganz wichtig ist hier die Entdeckung und die Abgrenzung des Kontinentalschelfs. Das heißt, der Teil eines Kontinents, der unter flachem Wasser liegt. Typischerweise mit einer Wassertiefe von unter 100 Metern. Ganz interessant und später auch nochmal wichtig, es gibt auch eine völkerrechtliche Definition des Kontinentalschelfs, die damit gar nicht mehr viel zu tun hat. Das Schelf unterscheidet sich geologisch und in seiner Ökologie von anderen Meeresgebieten, sodass die Meeresforschung mit der Zeit auch immer mehr Differenzierungen in der Wassersäule vorgenommen hat, um die unterschiedlichen Lebensräume voneinander abzugrenzen. In puncto zur Schaustellung von Macht möchte ich euch jetzt vor allem auf zwei Beispiele hinweisen. Das eine ist die Nutzung für militärische Zwecke. Das heißt, Staaten wie die USA oder Russland platzieren auf dem Meeresboden sogenannte Hydrophone Arrays, also Sonaraufbauten, mit denen nach U-Booten und Schiffen Ausschau gehalten werden kann. Das zweite ist natürlich die Extraktion von Ressourcen, hier ein Bild aus dem Tiefseebergbau, aber noch viel alltäglicher sind Bohrungen nach Erdöl und Erdgas. Und letztens der Punkt Integration. Die Bathymetrie entstand im Kontext eines zunehmenden wirtschaftlichen Interesses des sich entwickelnden Kapitalismus an der Hohen See. Im 19. Jahrhundert ging es da um Schifffahrt, um Seetransport, um Walfang und so weiter. Aber beim Meeresboden besonders wichtig das Verlegen von Telegrafenkabel. Die ersten transatlantischen Kabel wurden Mitte des 19. Jahrhunderts verlegt. Und das Thema ist bis heute nicht nur immer noch relevant, sondern immer noch sogar viel, viel wichtiger geworden. Und auf diese Weise wird der Meeresboden in das System der Weltwirtschaft und Weltgesellschaft integriert. Die Arktis ist ein besonders schönes Beispiel dafür, wie die technisch ermöglichte Konstruktion des Meeresbodens politische Relevanz bekommt. Und ich denke, man kann die Verbindung von Wissenschaft, Technologie und Politik ganz gut an einer Episode illustrieren.
Dieses Bild kennen vielleicht manche schon. Es ist ein Foto davon, wie ein russisches Tauchboot eine Flagge aus Titan auf dem Meeresboden unter dem Nordpol platziert. Das geschah im Rahmen der Arktika 2007-Mission, die von russischer Seite jetzt weitgehend als rein wissenschaftliche Mission dargestellt wurde, aber auch politische Dimensionen hatte. Diese Überschneidung von Wissenschaft und Politik ergab sich zum Beispiel dadurch, dass die Sammlung wissenschaftlicher Daten für die Überarbeitung des russischen Antrags an die Commission on the Limits of the Continental Shelf gedacht war. Und die russische Föderation hatte 2001 einen Antrag bei dieser Kommission eingereicht und der war quasi mit einem Revise and Resubmit an Russland zurückgegeben worden. Und sie sollten also zusätzliche Daten erheben, um ihre territorialen Ansprüche zu untermauern, und das geschah unter anderem im Rahmen dieser Mission. Diese Performance territorialer Kontrolle, dass man eine Fahne aufpflanzt, die geschah quasi nebenher. Die Commission on the Limits of the Continental Shelf ist ein ganz spannendes Organ in dieser Hinsicht und hat auch eine, finde ich, ganz tolle Webseite. Die jüngeren Generationen, so sahen Webseiten früher öfter aus. Die CLCS ist ein Expertenorgan im Rahmen der UN-Seerechtsübereinkunft UNCLOS. Und ihre Aufgabe ist es, staatliche Claims auf den Kontinentalschelf wissenschaftlich zu begutachten. Die CLCS ist kein Schiedsgericht und kann auch nichts entscheiden, wohl aber die Meriten eines Claims bewerten. Und diese Meriten sind sehr wichtig, weil in UNCLOS auf wissenschaftlichen Daten beruhende Regeln festgelegt wurden, wie weit ein Claim ausgedehnt werden darf. Und diese Regeln sind echt kompliziert. Es ist eine witzige Mischung von sehr detaillierten wissenschaftlichen Daten und vollkommener Realitätsleugnung. Erstmal, jeder Küstenstaat bekommt einen Kontinentalschelf bis 200 Meilen von der sogenannten Basislinie zugesprochen. Auch dann, wenn es überhaupt keinen geologischen Schelf gibt. Auf der Karte, die hier so ein bisschen versteckt ist, sind die hellblauen Bereiche geologischer Schelf. Das ist jetzt vor allem in der Arktis, in Südost- und Ostasien, in Nordeuropa der Fall, aber in anderen Weltregionen haben die Kontinente kaum Schelf, zum Beispiel rund um Südamerika. Da verschwindet das Meer sofort in der Tiefe. Man hat aber bei den UNCLOS-Verhandlungen gesagt, nein, auch Staaten, die keinen geologischen Schelf haben, sollen jetzt aus Fairnessgründen auch Anspruch auf den Meeresboden bis 200 Seemeilen vor ihrer Küste haben. Es gibt aber auch Fälle, wo der geologische Schelf weiter hinausgeht als 200 Seemeilen. Und dann gibt es mehrere Entscheidungskriterien, wie das Maximum eines Anspruchs festgelegt werden kann. Die erläutere ich jetzt nicht im Detail, weil die recht kompliziert sind, aber es kommen verschiedene mögliche wissenschaftliche Daten ins Spiel dabei. Einmal der Isobat, also die Wassertiefe, also die Wassertiefenlinie. Dann der sogenannte Foot of Slope, also das untere Ende des Kontinentalhangs, wo also der Abhang sich in einer Ebene wandelt. Und die Zusammensetzung des Bodensediments. Und das sind Daten, die sehr aufwendig zu sammeln sind. Hinzu kommen noch besondere Regeln für Kontinentalrücken, also Ridges, und Unterwassererhebungen, Elevations, die unterschiedlich behandelt werden. Damit Staaten so einen CLCS-Antrag einreichen können, brauchen sie also umfangreiche Daten für Gebiete, die teilweise Millionen von Quadratkilometern umfassen. Was gerade in der Arktis nochmal besonders aufwendig und teuer ist. Wir sehen also hier in der Arktis über die CLCS eine Transformation von wissenschaftlichem Kapital in politisches Kapital, um das mal so in Bourdieus Sprache zu sagen. Das heißt, Staaten versuchen, den politisch ungeregelten Meeresboden zu territorialisieren mit dem Ziel einer Schaffung nationaler Räume zum Zweck der wirtschaftlichen oder militärischen Nutzung. Und ohne Bathymetrie ginge davon gar nichts. Das heißt, Wissenschaft und Technik spielen hier auf jeden Fall eine ermöglichende Rolle. Es wäre aber auch zu einfach, daraus jetzt so eine Geschichte zu spinnen, dass hier Wissenschaft für nationale Zwecke quasi eingespannt und eingesetzt wird. Denn die Praktiken der Wissenschaft stehen einer solchen Vereinnahmung ein Stück weit im Wege. Ganz viele bathymetrische Forschungsexpeditionen in der Arktis in den letzten Jahren werden von mehreren Staaten gemeinsam durchgeführt. Die gewonnenen Daten werden veröffentlicht, wie es wissenschaftlicher Standard ist, und mit Experten und Expertinnen anderer Länder geteilt. Dafür gibt es richtige Infrastrukturen, zum Beispiel die Arctic Spatial Data Infrastructure
oder das International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, an dem nahezu alle Arktikanrainer plus weitere Staaten beteiligt sind. Das heißt, hier ist auch eine wissenschaftliche Eigenlogik im Gange, die den Meeresboden als Raum der gemeinsamen Forschung konstruiert. Also, es entstehen hier ambivalente Raumkonstruktionen. Die können miteinander im Konflikt stehen, müssen sie aber auch nicht. So, was bedeutet das jetzt für mich? Ein paar vorläufige Überlegungen erstmal. Ich bin hier mit so einer Art Affordance-Perspektive eingestiegen, die sich vor allem auf Wissenschaft und Technologie als ermöglichende Instanz für menschliches Handeln konzentriert. Die ist durchaus hilfreich, aber noch etwas zu einseitig. Es wäre vereinfachend zu sagen, dass Technologie und Wissenschaft Werkzeuge sind, durch die menschliche Agenten den Meeresboden als physischen Raum entdecken, erschließen und nutzen. Ich finde, damit würde man in die naturalistische Falle tappen, wonach Räume einfach da sind und wir Menschen sie uns erschließen. Ich denke, das Beispiel zeigt, dass Wissenschaft und Technologie nicht nur eine ermöglichende, sondern auch eine konstruktive Rolle spielen. Wir Menschen interagieren nicht direkt mit dem Meeresboden, sondern mit dessen Repräsentationen, weil wir uns dem Meeresboden kaum körperlich nähern können. Diese Repräsentationen entstehen durch Sonden, durch Sonar, durch Satellitendaten, durch Computermodelle und die Bilder und die Karten, die dadurch geschaffen werden. Und wir interagieren nicht mit dem Meeresboden direkt, sondern mit diesen Repräsentationen, durch Bohrköpfe, durch Unterwasserkabel, durch Trawlernetze, durch Unterseeboote. Das heißt, alles menschliche Handeln in Bezug auf den Meeresboden ist technisch vermittelt. Wenn man auch diese konstruktiven Effekte von Wissenschaft und Technologie in der sozialen Konstruktion des Raums beachtet, kann man dennoch die Agency der beteiligten Akteure ernst nehmen. Menschen können Technologie nutzen, aber auch von Technologie in ihrem Handeln angetrieben werden. Das heißt, im vorläufigen Endresultat würde ich Wissenschaft und Technologie als eine vermittelnde Instanz zwischen der materiellen Umwelt und der Agency handelnder Akteure verstehen. Mit einer derartigen Heuristik kann man Prozessen der Raumkonstruktion näher kommen, nicht nur auf dem Meeresboden, sondern ich denke auch in anderen Kontexten und letztlich natürlich auch an Land. So, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Fragen, oder Anregungen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.